Air, 6 and the City, Star Cynthia Nixon, 52, hat mit einem süßen Instagram-Post verraten, dass ihr ältestes Kind transsexuell ist. Zum Trans Day of Action teilte die Schauspielerin ein Foto von dem 21-jährigen Samuel Joseph Moses, das ihn bei seiner Collage-Abschlussfeier vor ein paar Wochen zeigt. Samuel Joseph wurde eigentlich als Samantha Moses geboren. Dazu schrieb Nixon: "Ich bin so stolz auf meinen Sohn Samuel Joseph Moses, genannt Sepp, der diesen Monat das College abgeschlossen hat. Ich ziehe vor ihm und allen anderen meinen Hut, die den heutigen Trans Day of Action begehen. Beim jährlichen Trans Day of Action Tag wird seit 2005 in New York mit einer Kundgebung auf die anhaltende Diskriminierung von Transsexuellen aufmerksam gemacht. Cynthia Nixon hat mit ihrem Ex-Ehemann Danny Moses neben Samuel Joseph auch noch den gemeinsamen Sohn Charles Ezekiel Moses, 15. Seit 2004 lebt Nixon in einer Beziehung mit Christine Marinoni, die sie 2012 geheiratet hat. Sie haben den gemeinsamen Sohn Max Ellington, 7.